Einerseits entwickle ich mit der Intendantin zusammen das Programm für die Festspiele. Das heißt, wir überlegen uns, welche Stücke sollen gespielt werden, mit welchen Regisseuren möchte man das inszenieren. Ich betrachte mich ein bisschen als Fragensteller für die Regisseure, versuche, sie in ihrem Denken weiterzubringen, dass sie ihr Konzept sich auch besser selber vor Augen führen können. Und dann sind es viele Aufgaben nach außen. Das heißt, ich versuche natürlich auch das, was einerseits wir uns gedacht haben, die Intendantin und ich, bei der Erstellung des Programms und dann auch in der Konzeption mit den Regisseuren, auch dem Publikum nahezubringen, in Einführungsvorträgen, in Publikumsgesprächen, in Programmheften, Publikationen wie der Festspielzeit, die es gibt. Also alles, was inhaltlich vermittelt und transportiert werden kann, sowohl an die Kollegen im Haus als auch nach außen ans Publikum. Die Arbeit eines Dramaturgen bringt es natürlich mit sich, dass man mit sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt steht, sehr unterschiedlicher Natur, seien es die Künstler selbst oder seien es andere Veranstalter, Intendanten, Dramaturgen, Operndirektoren, mit denen man sich sehr austauscht. Und natürlich entsteht da ein sehr wertvolles Netz, das man, auch wenn man nicht an den Orten ist, immer wieder benutzen kann. Wenn ich reise, reise ich ja meistens zu einzelnen Künstlern, mit denen ich arbeite. Das war in den letzten Jahren natürlich vor allem Berlin, wo Marco Arturo Marelli und Stefan Herheim zu Hause sind und wir an den Produktionen gearbeitet haben. Berlin ist immer ein wunderbares Reiseziel. Ich durfte aber auch schon nach London, um mögliche Co-Produktionen zu besprechen oder Kaspar Holten zu treffen, den Regisseur der Carmen 2017 und 18 am See. Ganz besonders hat mich auch gefreut, nach Thessaloniki reisen zu dürfen zur Vorbereitung unseres Opernateliers, wo ich den griechischen Komponisten Zisis Seglias besucht habe. Die letzten Monate haben wir natürlich schon auf diesen Start hingearbeitet und es ist dann ein ganz besonderer Moment, wenn alle Künstler, Regisseure, Dirigenten, die Künstler auf der Bühne, die Orchester dann wirklich da sind und man mit der Probenarbeit beginnt. Das hat auch eine unglaublich tolle Energie. Wir hoffen, dass wir diese Energie dann auch dem Publikum weitergeben können.